Ich habe das dann ganz speziell am Samstag auch betont in der Pressekonferenz, dass ich überrascht bin über die Wahrnehmung, über eine Einzelkritik von unserem Torhüter. Ja, aufgrund dessen bin ich ganz klar zu dem Entschluss gekommen, auch in den Gesprächen dann mit Andreas, dass wir eine große Vorsorgepflicht haben, was den Menschen Tim Wiese betrifft. Das ist Punkt 1. Ja. Aber auch eine große Vorsorgepflicht haben, was den Verein betrifft und dann auch gleichzeitig das erzielte oder ernannte Endziel, den Klassenerhalt. Das ist kein Geheimnis, bemühen wir uns um eine Alternative im Tor, ja, weil ich auch den Druck, ja, diesen wahnsinnigen Druck, diese wahnsinnige Ausgangslage von einem Spieler nehmen muss, der sie überhaupt nicht greifen kann, der sie überhaupt nicht bewältigen kann. Ich kann nur sagen, dass ja, diese Monate, die der Tim da miterleben musste jetzt hier bis zum heutigen Tag, ein Stück weit für mich auch unmenschlich ist, dann auch auf dem Platz die Leistung bringen zu können. Und ich denke, die Verantwortung, die haben wir jetzt genommen, um ihn in der Situation auch ein Stück weit zu befreien. Er hat das aufgenommen, so wie wir es auch gesagt haben, dass es eine große Belastung ist für ihn, ganz klar. Und ich glaube auch ein Stück weit, möchte ich auch betonen, hab ich ihm die Entscheidung genommen.